Also mit dem Arndt haben wir jetzt, Arndt ist jetzt zweimal hier gewesen, haben wir schön gearbeitet miteinander. Wir haben ein bisschen Fokus gehabt auf die Controller mit kleinen Sprüngen, so links und rechts landen. Das Pferd am Anfang wollte ein bisschen schwierig im rechten Galopp landen nach dem Sprung. Das ging wohl, aber dann ist er zu viel nach rechts gesprungen dabei. Und wir wollen das Pferd eigentlich so haben, dass das auch rechts und links landen kann, aber trotzdem in der Mitte vom Sprung bleibt. Da haben wir ein bisschen dran gearbeitet und beim zweiten Mal hat das eigentlich schon viel besser geklappt. Und jetzt sind wir beim dritten Mal dabei. Jetzt fangen wir an, auch die Sprünge mal ein bisschen höher zu machen, weil wir wollen natürlich schlussendlich auch ein Resultat sehen von das, was wir bisher gemacht haben. Und deswegen bauen wir heute die Sprünge ein bisschen höher auf. Weil irgendwann können wir auch klein und klein und klein. Und das ist auch gut natürlich für zu Hause, weil ich mache eigentlich nichts anderes als das. Aber irgendwann müssen wir auch eben testen, ob das dann auch funktioniert, wenn wir die Sprünge ein bisschen höher machen. Ne? Dass wir wissen, wo wir stehen. Ne? Ja? Also, fang schön ein bisschen an. Bisschen Warming up, bisschen links und rechts. So, so ist genug, so ist genug. Hey? Braucht nur rund zu kommen auf dein eine Bein, aber dann nicht noch weiter drücken. Ja, ganz wenig, ganz wenig, ganz wenig. Gar nicht zu extrem, jawohl. Sehr gut. Und dann galoppierst du an. Jawohl, gut. Geht zu links weiter. Linke Hand vom Hals weglassen, nicht zum Hals bringen. Und galoppierst du nochmal wieder an. So, links genau das Gleiche. Schön die Balance finden da, schön sitzen. Der Gewicht auf dem Hinterbein, nicht nach vorne hängen. So, und ein paar Übergänge, genau. Und wieder galoppieren. Gut vorbereiten. Genau. Gut. So, da galoppiert so ein bisschen so noch zu viel auf der Vorderhand. Kann der Balance noch ein bisschen mehr auf dem Hinterhand bringen. Auch in der Übergang geht das Gewicht ein bisschen zu viel nach vorne. Komm, komm, komm. So. Das Gewicht hinten lassen. Fangen wir an in linker Galopp. Schön ein paar Mal über das Cavaletti. Aber jetzt ist es gerade. Ne? Schön in der Mitte. Ja, wunderbar. Gut. Das funktioniert besser. Nochmal. Selber sitzen im Sattel und schön. Ja, nochmal ein bisschen dichter ran. Ne? Warten, 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 rund lassen. Okay, das wollte ich einmal sehen, ja? Schön durchrollt durch den Körper, so, statt so. Hä? Ja. Ja. Okay, einmal rechts rum. Rechte Hand bleibt rechts. Was passiert dann? Du drückst eigentlich mit deinem Innenbein das Pferd nach außen. Ja. Und dann kriegst du diese Bewegung, was ich selber im Körper mache, macht das Pferd genau gleich. Hey, dann kriegst du das und dann wird die Innenseite vom Pferd eigentlich ein bisschen mehr blockiert, wenn du das machst. Du drückst deine Hüfte, geht dahin, du machst so, dein Innenbein kommt hoch und drückt eigentlich das Pferd so weg. Du drückst die Schulter vom Pferd, deswegen landen die auch dann links, drückst die Schulter vom Pferd eigentlich ein bisschen so weg. Und dann ist es für das Pferd einfacher zum links landen, im linken Galopp zu landen, als rechter Galopp zu landen. Ja? Ganz logisch. Innenschenkel zum Mittelpunkt. Nicht zu viel machen, nicht zu viel machen, nicht zu viel machen. Siehst du? Das ist rechts geblieben, linke Hand ist links geblieben. Pferd gerade gelassen und da war Freiheit für das Pferd, um mit dem rechten Bein nach vorne zu kommen. Ja? Den musst du nicht blockieren. Wenn du den Innenhand vom Pferd, von deinem Innenhand Richtung Hals bringst, dann kriegst du rechte Stellung, das stimmt. Aber ist falsch. Rechte Stellung, aber der Körper geht nach außen. So kriegst du es und da blockierst du die Innenseite vom Pferd. Da musst du immer, wenn du rechte Stellung ist gut, aber mit dem Hals, mit dem Hand vom Hals weg.
Nicht zum Haus hin. Ja. Vorbereiten. Bisschen nah am Sprung kannst du sein da. Jetzt hier, beschäftig dich mit deinem Pferd. Arbeite dein Pferd. So, und wenn du dann Kontrolle hast, kommt die Distanz. Siehst du? Jawohl. Jawohl, vom Feinsten. Gut, wenn dann die Sprünge ein bisschen höher machen, dann musst du das ein bisschen loslassen. Ja. Schritt, weil wie höher das kommt, kannst du ein bisschen loslassen. Weil dann braucht das Pferd natürlich ein bisschen mehr Freiheit auch und eigene Initiative, um die Sprünge zu springen nachher, als über die kleinen Sachen. Aber über die kleinen Sachen, weil jedes Pferd hat natürlich seine eigene Art zum Springen. Und wenn die Sprünge höher werden, muss man ihm die Art ein bisschen lassen. Das ist wichtig. Weil sonst können die das nicht. Nee. Aber über die kleinen Sprünge kann jedes Pferd, muss jedes Pferd können, was wir jetzt am Üben sind. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön, gut. Ja, jetzt hast du eigentlich noch wieder eine zu viel. Da kannst du noch eine weniger machen. Weiter, 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 weiter. Jawohl, gut. Kannst du noch mehr, hey? Dein Körper bleibt schön in der Mitte vom Hals, hinter den Mahne. Ja. Ja. Aber nicht drehen, links oder rechts drehen. Ja. Ja. Noch einmal. Ja. Weiter, schön in der Mitte. Wunderbar, gut. Jawohl. Ah, schön. Sehr schön. Gut. Wunderbar. Wunderbar. Gut. Sehr schön, sehr schön. Gib das Pferd Freiheit. Jawohl. Jetzt schön nach die Mitte von dem Ochse und in die Mitte bleiben. Wunderbar. Wunderbar. Gut. In die Mitte. Jawohl, sehr schön. 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 Jawohl, okay. Und du landest und du lässt dein Pferd direkt so rechts weggehen, dann hast du da ein Problem. Dann kommt er ganz schnell aus der Kurve irgendwann. Ja, wichtig. Zum Kombination hin kannst du einen Galoppsprung weniger machen. Ja, jetzt bist du gekommen und dann zum Schluss so noch eine extra gemacht und dann so ein bisschen langsam. Und dann kommt das Pferd und springst so ein bisschen langsam rein. Und dann muss das Pferd sich ein bisschen schnell machen raus. Besser ein bisschen mehr Rhythmus rein, damit dieser Aussprung das Pferd ein bisschen abbremst. Jetzt bist du langsam rein und das musst du nach vorne raus. Besser ein bisschen mehr Rhythmus rein und rückwärts raus. Dann hast du auch wieder mehr Kontrolle nachher. Schön. Schön vorbereiten, aber in der Luft nicht zu stark mit der Hand. Bisschen Freiheit geben. Jawohl. Jetzt wieder. Bisschen Freiheit. Ja, nicht schlimm. Da einmal vorbereiten für die Linie. Einmal Gewicht auf dem Hinterbein. So, ein bisschen Freiheit mit der Hand. Wunderbar. Oh, einmal fertig machen. Schön, schön. Freiheit. Wunderbar. Super.
Jetzt wieder organisieren, organisieren da. So, ja. Freiheit geben. Vom Feinsten. Super. Ja, jetzt bist du gut. Schön. Einmal organisieren. Einmal auf dem Hinterbein ein bisschen. So. Jawohl. Vom Feinsten. Und rechts gelandet. Gut. Da hat er noch einmal ganz klein. Am Einsprung ein bisschen nach links. Ja, ein bisschen. Gut. Aber da habe ich jetzt. Aber das ist dann wieder etwas für, wenn du zu Hause wieder an die kleinen Sprünge, dass du da eben wieder konsequent mit bist. Ne? Wenn du, wenn die Sprünge jetzt für einen Fünfjährigen sind, das schon ordentliche Sprünge, ne? Ja. Dann musst du ein bisschen Kompromiss auch machen, wenn die Sprünge so sind. Da kannst du nicht mehr so konsequent sein als am Anfang über die Kleine, weil dann wird es zu schwer für das Pferd. Ne? Zu dem Gelben bin ich schon fast zu. Jetzt fast zu viel an die Innenbahn gewesen. Genau, aber es ist gut, wenn du das selber merkst. Aber es war, du hast wohl das Richtige gemacht mit der Distanz, die du hattest. Ja? Das ist dann auch wichtig. Gut, sieht gut aus. Sehr gut. Gut, schön durch den Körper. Jetzt die ganze Parcours jedes Mal im richtigen Galopp gelandet. Ja. Ja? Damit du dich wieder vorbereiten kannst für den nächsten Sprung. Ich denke gut. Sehr gut. Ich denke gut. Also jetzt haben wir gesehen, beim dritten Mal, jetzt wo wir ein bisschen mehr Parcours gemacht haben, die Sprünge ein bisschen höher gemacht haben, dass da wollte ich gerne das Resultat sehen, was wir beim ersten zweimal geübt haben und konsequent mit gewesen sind, mit das links und rechts landen und in der Mitte springen, in der Verbindung, dass das Pferd schön in der Hand springt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh mit dem Resultat, was wir heute jetzt in diesem kleinen Parcours gesehen haben. Das waren eigentlich schon recht gute, ordentliche Sprünge für ein fünfjähriges Pferd. Aber das hat super geklappt, er hat gute Kontrolle gehabt. Das Pferd ist beim letzten Parcours jedes Mal im richtigen Galopp gelandet, somit der Reiter sich wieder früh genug vorbereiten kann zum nächsten Sprung. Ja, eigentlich ein Idealbild gesehen hier. Erste Woche, zweite Woche, dritte Woche. Mit diesem Resultat hier, dann bin ich eigentlich sehr zufrieden. Das Hauptproblem, das war am Anfang, dass ich ihn nicht richtig auf der Hinterhand hatte. Dass er mir nicht rechts gelandet ist, dass er rechts ein bisschen fest war und alles auch ein bisschen wackelig noch war in der Linienführung. Genau, wir haben erstmal auf dem Zirkel mit kleinen Sprüngen, mit einem Galoppsprung dazwischen, erstmal eine Cavalettis gemacht. Das haben wir so lange geübt, bis er auch rechts gelandet ist. Und dann beim ersten Mal sind wir auch dann erst nur mit einem kleinen Steil danach angefangen, alles erstmal aus einer Wendung raus. Und dann, dass wir ihn erstmal auf die Rechtslandung reinkriegen. Und das habe ich fleißig geübt und jetzt letzte Woche Donnerstag war ich noch mal wieder hier und da hat das sehr gut geklappt. Da ist er mir schon immer rechts gelandet und da haben wir auch erstmal mit Cavalettis, so wie beim ersten Mal. Und das hat sehr gut funktioniert, er war schon in der Linie. Heute war es sehr gut. Am Anfang waren wir beide noch so ein bisschen schwammig, weil wir ein bisschen angespannt waren, aber das hat sich sehr gut gelegt. Also doch, war sehr gut. Im Parcours hat man das gemerkt, dass das viel einfacher war, dass er auch in der Linie war. Genau, und er hat sich auch fallen lassen.